Was haben DAX und die Bitcoins gemeinsam? Sie haben einen tollen Run hingelegt und sind beide jetzt ziemlich zügig auf dem Weg nach unten. Das gucken wir uns jetzt mal an, und zwar im Chart Intraday idealerweise. Da sieht man es noch deutlicher, die Aufwärtsbewegung. Ich glaube, die muss ich niemandem erklären. Aber die Abwärtsbewegung hier auf den Index, denn da sieht man es besonders schön, die ist nun mal relativ einhellig gewesen. Das ist eine klassische Schubbewegung, so wie wir das kennen und lieben, normalerweise von der Haupttrendrichtung. Von dem, was sich etabliert. Das ist eigentlich der Klassiker. Das würde eigentlich vermuten lassen, hey, wir haben einen neuen Haupttrend und der zeigt nach unten. Aber vorsichtig, nicht in Panik geraten. So schlimm muss es noch längst nicht sein. Im Gegenteil, es ist ja durchaus denkbar, dass es vielleicht ja doch noch wieder nach oben geht. Dann müsste es aber wirklich zügig nach oben gehen. Das Einzige, was ich jetzt dann nicht sehen möchte, ist irgendetwas, was sich mühsam, was sich wackelig, was sich langsam verhält. Sondern was ich will, ist Begeisterung. Für einige Profis unter euch vielleicht eine Idee, dass das vielleicht doch noch eine ABC hier ist, und zwar als eine typische Korrektur, die sehr hoch hier allerdings gegenüber dem Wert ist. Es ist also sehr grenzwertig. Das würde die Korrektur dann abschließen hier unten und anschließend müsste der Kurs nach oben gehen. Die Chancen sehe ich nicht als gar nicht gegeben an, aber sie sind unterdurchschnittlich. Damit wir aber sehen können, ob das tatsächlich passiert, müssen wir eigentlich nur darauf achten, was er hier macht. Denn wenn das so sein sollte, dann bräuchten wir sowas Ähnliches wie hier, nämlich eine schnelle Aufwärtsbewegung. Irgendwas, was stark nach oben geht. Im Moment sieht das noch so aus, dass man da kleine Hoffnungsschimmer am Rande. Aber ob das wirklich nachhaltig ist oder nicht nachher in eine klassische ABC-Situation geht, die dann wiederum, sobald dieses Zwischentief getriggert wird, sogar die Abwärtsseite nochmal erwarten lässt. Denn die Haupttrendbewegung, hatte ich angedeutet, ist aktuell im kürzeren zumindest mal Stundenbasis oder auf ganz kurzen Tagesbasen hier nach unten gerichtet und dürfte für mehr Schwung nach unten nochmal sorgen. Also die 15.000er Marke oder auch vielleicht darunter, vielleicht 14.700 unter Umständen sogar, die müssen wir einfach einkalkulieren. Das darf uns aber nicht erstaunen, das sollte uns aber nicht erstaunen, denn wenn wir ganz ehrlich sind, guckt euch doch mal an. Er hat doch sich Mühe gegeben. Jetzt dürfen wir doch nicht schimpfen, wenn er mal eine Pause macht. Das hat er doch hier mal gemacht, brauchten wir hier klein, hin und wieder. Das müssen wir ihm auch mal zubilligen. Also bitte jetzt nicht in Rage geraten, wenn der arme Kerl mal aus der Puste kommt. Ja, das kann durchaus mal passieren. Das ist auch nichts Außergewöhnliches, solange es in einem vertretbaren Maße passiert. Und da ist vielleicht nicht uninteressant zu gucken, welche Größenordnung, also irgendwie was in dieser Größenordnung, da sollten wir wirklich noch die Augen zudrücken und sagen, naja gut, bitteschön, also das ist völlig in Ordnung. Nur wenn es dann deutlich größer wird, dann sollte man sich die Frage stellen, was wird denn das Ganze? Also Rücksätze dieser Art, ich würde nicht mal diese hier annehmen. Erstens hatten wir da schon zwei dieser Größenordnung und wir haben ja häufig dieses Verhalten, dass sich diese Korrekturen so pärchenweise zusammentun, also immer ähnlich groß. Da kann es dann intern vielleicht nochmal kleinere Knubbel geben, aber die sind dann ja ebenfalls wieder einigermaßen passend. Aktuell hätten wir diese Größe noch nicht konsolidiert, wenn diese also jetzt nochmal käme. Ich ziehe das mal hier so hoch, dann wäre das nichts Außergewöhnliches und würde das Bild eigentlich sogar nochmal unterstützen. Zur Not würde ich sogar noch diese Größe hier akzeptieren, da hätte ich jetzt gesagt, okay, vielleicht hätte ich das ein bisschen anders mir hier aufgeteilt, aber ich mag ja auch nicht immer alles richtig machen. Also ich mag schon, aber ich kann nicht immer. Also insofern, das ist hier vielleicht dann noch eine Größenordnung, die ebenfalls noch in Ordnung geht. Die würde dann bis 14.700 in etwa reichen. Nur wenn es da drunter geht, dann sollte man sich wirklich langsam fragen, was ist denn das Ganze? Sind wir hier jetzt durch mit lustig oder womit müssen wir hier rechnen? Also noch nicht Sodom und Gomorra, noch nicht jetzt hier Panik angesagt. Es ist noch im Moment aus meiner Sicht eine ganz, ganz typische Verhaltensweise in der Aufwärtsbewegung. Nehmen wir das mal als solche und als eine Chance, jetzt zwischendurch mal mit einem Shorty aufzuwarten. Wer möchte, wer aktiv ist und wer hier eine ABC sieht oder alternativ etwas Wackeliges, ihr kennt meine Sprüche ja, dann wisst ihr, was war die starke Bewegung? Die hier. Was war die schwache? Die. Wenn die schwache rum ist, wo ist sie rum? Ja, typischerweise, wenn das letzte Tief durchbrochen ist, dann nochmal in die starke. Das war die A. Und schon haben wir unsere Trading-Idee. Schon perfekt. Also das geht natürlich nicht nur auf dieser Zeitebene. Einladung an euch, guckt euch das in kürzerer Zeitebene hier mal an und experimentiert damit ein bisschen rum. Soweit zum DAX, aber ich hatte ja einleitend gesagt, ja, der Bitcoin, das ist genau das Gleiche. Naja, das Gleiche ist so eine Sache, aber auch dort hatten wir einen ganz coolen Run. Manch einer wird sich noch freuen, über 10.000 eingestiegen zu sein. Jetzt steht er bei 60.000 oder vielleicht sogar noch früher.
Na gut, wollen wir das mal so lassen. Wir sehen aber auch, dass der Bitcoin so langsam, aber sicher auch keine Puste mehr hat. Er also hier schon keine Lust und Laune mehr wirklich versprüht hat. Und, genauso wie der DAX, auch im Stundenchart, eben eine scharfe Abwärtsbewegung. Den Rest spare ich mir. Kommt dieses Wackelige, dann kommt auch noch mal eine Fortsetzung. Wir dürfen nur bei den Bitcoins eins nicht vergessen. Dort sind die Ziele weitaus niedriger. Typisch, also ich rechne ganz fest damit, dass wir eine echte Chance haben auf 44.000. Und wenn ich ehrlich bin, warum soll es nicht auch auf 34.000 gehen oder sogar auf 26? Beispielsweise, ich muss jetzt nicht exakt die Marken, also bitte jetzt nicht exakt diese Marke ansteuern wollen. Aber warum soll das nicht möglich sein? Ich weiß, für viele ist das ein Schisma, wenn man sowas sagt, also geht gar nicht. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, es sind normale Rücksetzer. Wir hatten hier genau sowas. Wir hatten hier genau sowas. Damals waren das 70% oder 90%ige Rückgänge, also sogar noch unter dieser Marke. Das will ich ja gar nicht sagen. Anschließend kann es ja weiter steigen, aber ein Rücksetzer und durchaus ein heftiger, der ist bei Bitcoins auch möglich. So, hier ist Donnerschlag gerade in Frankfurt. Ich weiß nicht, ob es die Börse ist oder ein Gewitter, ein simples, aber ich werde gleich mal rausgucken. Wir gucken gleich aber auch nochmal auf den Chart. Das tut ihr bitte auch. Und dann freue ich mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Bis dann, macht's gut. Liebe Grüße.